gegen Galopp. Er hat ja viele Punkte. Uch. Ja, wann nehmen wir denn Schönes? Vor allem, wo gibt es die Mannschaften? Da. Nee, Schalke wohl eher nicht. So, Inter. Nee, Juve. Bayern gegen Juve, auch immer gern gesehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was die Aufstellung mir sagen will. So, Rafinha sagt mir auf jeden Fall schon mal ganz stark, er will raus. Und zwar mache ich das anders. Lahm für Schweinsteiger und Lahm dann für Rafinha. Ansonsten will ich ja schon fast Ribéry und Robben noch ein bisschen weiter nach vorne, nach außen setzen. Die sollen wirklich als Flügel. Stürmer oder Offensivkräfte? Nur, nee, Stürmer soll es nicht sein. Sind jetzt in 1 cm zu weit vorne, wa? Ja, Bardi. Ansonsten, Kroos hätte ich gerne schon noch ein bisschen als zentralen Anspruch. Möchte die Formation jetzt nicht ganz so aussehen lassen wie bei Deutschland. Das wäre ein bisschen auffällig. Ich ziehe die trotzdem ein bisschen vor. Auch wenn ich nicht hinkriege. So. Schweinsteiger, du brauchst aber nicht als Defensiv spielen. Zentral reicht da völlig. Ich überlege, ob ich den Kroos noch als Offensiv einstelle. Ja. Versuch mal so. Keine Ahnung. Ich kann dazu nicht viel sagen. Hab mir den noch nie so häufig gespielt. Zweimal, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt in die Liste gucken, die habe ich aber jetzt leider gerade nicht verfügbar. Zumindest nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Nun gut, schauen wir mal. Was die machen. Ich, was ich ein bisschen schade fand, war, dass der Pass-Edit-Pitch früh schon nicht mehr abgedatet wurde. Somit vieles ja. Oh, Ribéry! Na komm! Oh mein Gott. Jetzt aber. Frank, willst du mich verarschen? Was ist da los? Den musst du doch machen. Der erste war schon so, als wenn du den eigentlich machen solltest. Und du machst den zweiten, der dann aber so was von hätte drin sein müssen, machst du auch nicht. Enttäuscht mich. Nee, so nicht, Kollege. Na. Wieder mal der typische Fehlpass, der ja doch zu häufig bei mir vorkommt, leider. Vom Flügelstürmer oder vom Flügelspieler eher gesagt, zum Mittelspieler geht leider oft in die Hose. Da müsste ich mir irgendwie mal abgewöhnen. Ich kriege aber leider noch nicht so ganz hin. Na, danke für diesen Ball. Und Robin. Ich muss gleich nach Arsenal gehen und mir den Mertesacker ausleihen, nach vorne stellen. Der macht die Buden wenigstens, wenn er so kriegt. Bin abgefangen. Jetzt hatte ich schon zwei 100-prozentige, eine 90-prozentige und jetzt steht 0-0. Schon schlecht. Jetzt aber groß. Schade. Was geklappt. Leider irgendein Bein war noch dazwischen. Wolltest du wirklich ins Pausenmenü, Kollege? Wo hast du nicht einfach nur Start gerückt, damit es schneller durchgehen? Du hast es vercheckt. Oder willst du mir auf den Sack gehen und einfach 2 Minuten runterlaufen lassen? Keine Ahnung, ist vielleicht noch ein bisschen früh, oder? Ah, geht doch. Mal Müller von hinten. Der kam gar nicht so schlecht. Aber warum auch nicht? Ist Müller, der hat schon ganz schön Strich drin, wenn er möchte.
Ja. Jetzt aber. Oh mein Gott. Da ist eine unsichtbare Mauer vorm Tor. Das Ding will nicht rein. Ach Mist. Oh, schade. Ich habe gerade von Mertesacker gesprochen. Habe ich ja richtig gelesen vorhin, dass Mertesacker auch aufhört jetzt mit DFB? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, natürlich schade, aber gut, verständlich. Die Frage ist, war das dann der Letzte, der jetzt aufhört von der Generation oder kommen da noch mehr? Ich meine, Lahm, Klose, jetzt Mertesacker. Könnte mir vorstellen. Gut, Müller nicht, der wird auf jeden Fall noch mindestens bis zur nächsten WM dabei sein. Schweinsteiger könnte ich mir noch gut vorstellen, dass er vielleicht aufhört. Wo steht Manuel bitte? Wie sah der aus, als wenn er hinter der Linie stand? Aber wurde ja nicht gefährlich, also soll mir das bewusst sein. Ansonsten, ja, Weidenfeller vielleicht auch. Ich meine, er kam bislang nicht zum Zug, also wird das wahrscheinlich in Zukunft nicht. Keine Ahnung. Weidenfeller hat ja nichts davon. Er hat nicht einmal gespielt jetzt während der WM, aber. Ja. Ich habe gehofft, dass vielleicht so was wie Mertesacker noch locker bis zur nächsten EM wenigstens noch mitmacht. Dass wir dann diesen Doppelsieg WM, EM hinkriegen, wie jetzt Spanien und Italien hat das glaube ich auch. Frankreich wollte ich sagen. Frankreich? Ja, Frankreich. So, was mache ich denn jetzt aus der Situation? Könnte ich mal bitte den Müller kriegen? Oder Lahm, ist mir auch egal. Wie einfach ich an dem vorbeikomme. Und dann kommt da sowas raus. Mal ganz im Ernst, Leute. Wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen? Habt da Torphobie oder sowas? Gleich kriege ich das 1-0 von dem ihm wieder reingedrückt. Und dann komme ich nicht auf den grünen Zweig. Und dann war das. Und das ging so eine komische Wurst. Ich meine, ich habe ja auch mal so angefangen, aber mein Gott, das ist ja wohl. So, jetzt aber. Auf Robin, mit dem Kopf. Na, die war vielleicht ein bisschen zu nah von dem Torwart. Das war eigener, oder? Ja, ganz schön knapp, wäre fast ein Eigentor geworden. Uiuiui. Der weiß auch noch nicht so ganz, wie er mich verteidigen soll. Jetzt hat aber doch wirklich durch die Bank weg jeder mal einen verhauen, ne? Frank 2, Robben ein, Mandzukic jetzt noch ein. Müller, gut, kann man jetzt nicht sagen, dass er einen verhauen hat, war ein schöner Schuss. Groß? Ne, hat auch noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Frank wird einmal im Angeschossen. Ja. Da unten hin. Ich finde ja immer noch, dass Robben so hässlich läuft einfach. Ich meine, das haben sie im Spiel echt gut raus. Der läuft im Spiel genauso wie im echten Leben, wie ich finde. Aber der läuft einfach hässlich. Ja, netter Versuch, aber. Gut, Stand hat keine Lust. Kriege ich es hier noch durch? Nope. Könntest du bitte nicht dem Schweinsteiger in die Füße laufen, während er den Ball hat? Wäre nett, Frank. Ach, komm schon. Ui, faul. Ja. Auch immerhin keine gelbe Karte, schon mal schön. Dazu muss ich jetzt nichts sagen. Der war jetzt nicht Pestschutz, sondern er hat genauso gespielt, wie ich ihm das gesagt habe. Viel zu weit nach vorne. Gucken wir mal.
Ich meine, ich hab Robben und auch Ribéry ganz stark nach außen gepackt. Dafür wuscheln die mir da aber viel zu viel in der Mitte rum. Ich muss mal eben ganz schnell gucken. Was habe ich denn noch? Ich hätte noch einen schnellen Konter. Ja, würde ich auch nehmen. Aber auch hier bitte wieder. Robben und auch Ribéry bitte weiter nach außen und nach vorne. War jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber. Ich glaube, dann stelle ich mal schneller Konter um. Ich bin das schnelle Konter. Bin ja nur mal gewohnt. Auch wenn Ballbesitz ja eigentlich ganz gut geklappt hat, aber. Eigentlich fast schon sinnlos umzustellen, weil eigentlich liegt es ja nicht daran, dass ich nicht den Ball habe und nicht gewinne, sondern. Weil kein Tor schießt, sondern weil meine Leute einfach kacke machen. Oder ich, oder. Das Gesamtpaket von PES. PES plus ich. Mandzukic jetzt, bitte. Er schießt aber nicht. Alter Schwede. Abseits. Der dem eigenen jetzt mal so hart in die Fresse geschossen hat, der so zurückgeflogen ist. Glaube schon. Ach Mist, ich hätte ihm weiterdenken müssen. Und Ribéry kriegt auch wirklich jeden Ball ab. Auch wenn der jetzt stark nach Hand aussah. Ah. Ah, schade. Ach, Ribéry macht ja wohl mal ein Bombenspiel. Und jetzt kriegt er für sowas Gelb. Ja, unverdient. Ja, war von hinten die Beine. Ja, aber doch nicht feste und nix. Dann war also, naja. Hetzen, Foul hätte auch gereicht. Also die gelbe Karte war da jetzt schon hart bewertet, muss man sagen. Auch das jetzt wieder. Das ist doch nichts. Doch nur eine Manndeckung gemacht. Ach Mist. Ich habe mir irgendwie gedacht, der geht irgendwie ein bisschen weiter steil. Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht so ganz, was ich mir bei dem Pass jetzt gerade gedacht habe. Doch. Boah, den kriege ich noch. Und ins Aus. Toll. Ganz toll gemacht, Lahm. Na gut, war bedrängt. Kann ich verstehen. Ja, ne? Da sollte der Ball nicht hin, sondern er sollte eigentlich zu Mandzukic. Und Mandzukic. Ja. Rom. Okay. Oh, danke, sehr freundlich. So. Oh, mein Gott, was ist denn das für ein Pass? Ah, den hätte ich manuell spielen sollen, weil der war ja mal schon echt richtig scheiße. Ja, muss nichts zu sagen, glaube ich. Der Pass hatte alles, was man möchte, schon in sich. Und Geschrei des Warum, warum? Da tut es einem leid, der Ball zu sein. Ja, trotzdem. Sieht noch nicht so richtig nach Sieg aus. Chancen sind da, aber Verwertung 0,0. Ah, jetzt aber Robben. Hm, selbst Robben macht er nicht. Ich frage es halt, kann ich an solchen Situationen noch versuchen, den einen Schritt zu machen? Sah nicht danach aus. Darum habe ich lieber versucht abzuschließen. Zumal man auch mal. What? War da ein Seitenvollzieher? Ja, war's. Und ein ziemlich geiler ohne oben drauf. Alter Schwede.
Ah, hat's mir die Sprache verschlagen in dem Moment. Er macht nicht wirklich, was ich glaube, was er versucht, oder? Mach du mal, mach du mal. Oh, da kam der Pass etwas zu spät. Ach, zu steil. Den Pass einfach auf Rom bringen, das war kein steiler Pass, sondern war ein ganz normaler Pass. Und das ist doch alles gut. Ja, ein bisschen hart rangegangen, der Kollege. Jetzt aber. Und nach innen gezogen und 11 Meter. Ich weiß nicht, ob Mandzukic jetzt am Ball gewesen wäre. Ich glaube ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon. Müller! Der bewegt sich einfach nicht! Er macht nichts! Und jetzt hat Robben vorgemacht. Der ging doch gegen 3 Aluminium. Der ging doch. Wie auch immer, Latte, Pfosten, Latte oder so. Zum hat sich schon gehört. Ich meine, ich glaube, ich habe 3-mal irgendein Aluminium scheppern hören. Wenn ich selbst so ein Glück verlässt, sag ich mal, ne, dann willst du da noch groß machen? Der war gefährlich. Bitte nicht noch eine Male. Ja. Komm, nach vorne. Danke. Ach, Toni, den jetzt haben können. Ja, schicken Ribéry. Ach, aber Ecke. Immerhin. Aus einer Ecke kann ja was werden, wie man vorhin gesehen hat. Ich wollte jetzt den Vornamen von Machu Kitchen in der Hilfe vergessen. Wie heißt er denn, der Drecksack? Komm ich gerade nicht drauf. Aber er hat bestimmt einen guten. gefährlich. Aber nicht gefährlich genug. Zumindest nicht für Buffon. Buffon! Jetzt wird es aber nochmal für mich gefährlich hier. Das, vielleicht zweimal überlegen sollen mit dem Bus. Nein. Hab nichts gesagt. Lang nicht mehr gemacht. Und ich mach einfach das Tor nicht. Aber ist mir egal. Thema ist durch. Apfel kommt jetzt jeden Moment. Aber alter Schwede, ist das eine schlechte Chancenverwertung. Mein Gott. Da würde aber auch einfach nichts klappen. Auch hier, ich hätte ihn noch nicht abschließen müssen. Ich war durch. Ich hätte noch locker einen Schritt machen können. Ich meine, anscheinend bewirkt es ja nichts, was ich, wenn ich angucke, was ich sonst so mache, aber. Boot hängt von außen. Ach, schade. Gibt es nochmal einen Einwurf oder kriegt er bitte dann ist das Spiel nämlich zu Ende? Danke. Ja. 18 Schüsse aufs Tor, 11, 18 Schüsse, 11 aufs Tor, Gegner 2-0. Und trotzdem muss man sich da auf die Zunge zergehen, dass man sich nur 1-0 gewonnen hat. Gut ist anders. Aber gewonnen, immerhin. Kriegt ja glatte 2 Punkte wahrscheinlich. Kommt, Sajan, wie viele Punkte kriege ich? Wenn ich 2 kriege, fällt mir gerade mal auf, dass es da vielleicht eine Taktik hinter gibt. Dann, no, ich kriege 3.